Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Hier vor mir liegt der Bluetooth-Lautsprecher Huawei SoundJoy. Ein Huawei Bluetooth-Lautsprecher ist doch nicht unbedingt alltäglich momentan, aber Huawei versucht auch in anderen Sparten Fuß zu fassen. Sie holen sich sogar Audiospezialisten mit an Bord. Welcher das ist und was das Teil alles drauf hat, seht ihr nach dem Intro. Viel Spaß! Ja, hier liegt der vor mir, der Huawei SoundJoy. Ich zeige euch aber, bevor es losgeht, noch der restliche Packungsinhalt. Wir haben natürlich ein Quickstart-Guide und die Warranty-Card, das ist ganz klar. Und hier nochmal alles bebildert, wie man den Huawei SoundJoy damit seinem Smartphone verbinden kann. Das ist auch wirklich sehr schön. Und wir haben ein doch relativ langes Kabel, leider in weiß. Ihr wisst, ich mag das eigentlich sehr gerne, wenn das dann halt in der Farbe ist, welcher auch der Lautsprecher hat, also ein schwarzes Kabel, wäre mir hier lieber gewesen. Ihr seht hier lila als Akzentfarbe und das bedeutet bei Huawei, man kann diesen Lautsprecher wirklich richtig schnell laden. 40 Watt Supercharge, ihr könnt mit 10 Minuten laden, 60 Minuten Musikgenuss hier dann bei dem Lautsprecher haben, aber zum Akku und so weiter kommen wir natürlich jetzt gleich. Ja, und Audiospezialist, ich habe es angesprochen, das sind die Audiospezialisten von Devialet. Wer sich so ein bisschen auskennt in der Branche, der weiß, Devialet macht sehr viel hochpreisige Lautsprecher. Da gibt es wirklich die tollsten Teile. Und hier jetzt zusammen mit Huawei haben sie den SoundJoy entworfen und mitentwickelt. Und der übrigens UVP bei 149 Euro liegt. Links findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Wenn euch das Teil interessiert, schaut doch da gerne mal vorbei. Jetzt fangen wir an mit den Maßen. Jetzt erstmal zum Gewicht und da ist er doch etwas schwerer, als man ihn sich vorstellt. 680 Gramm, aber ich finde das gar nicht verkehrt. Dadurch wirkt er doch sehr hochwertig. Wir haben hier 73 mm im Durchmesser und 202 mm in der Höhe. Hier ist so ein Meshgewebe, Kunststoffgewebe drüber gezogen, wirklich sehr sauber verarbeitet. Da haben wir hier den Huawei-Schriftzug, ihr habt es schon gesehen, auch ja so ein bisschen aus Gummi. Hier oben nochmal eine NFC-Schnittstelle, das ist die erste Möglichkeit, sein Handy mit dem Lautsprecher zu verbinden über NFC. Und hier haben wir dann gleich zwei Tasten, einmal Plus und einmal Minus. Natürlich ist das die Lautstärke auch aus dem Gummi und wirklich sehr schön verarbeitet. Auch die Nähte außenrum, also ist wirklich sehr schön gemacht. Auf der Rückseite, nenne ich es jetzt mal, haben wir neben einer Schlaufe hier oben, die man dann auch noch zuziehen kann, dass euer SoundJoy hier nicht runterfallen kann oder halt irgendwo befestigt werden kann, haben wir natürlich den Power-Button. Dann haben wir hier eine Mikrofontaste. Damit könnt ihr auch über Bluetooth über euer Handy dann telefonieren, wenn ihr das wollt. Bluetooth übrigens in der Version 5.2 mit den Protokollen AAC und SBC. Dann haben wir hier eine Play- und Pause-Taste. Die Bluetooth-Taste, die braucht ihr, um euer Smartphone über die andere Weise neben dem NFC mit dem Lautsprecher zu verbinden. Und hier könnt ihr mit dieser Taste zwei SoundJoy miteinander verbinden, um dann Stereo-Lautsprecher quasi zu simulieren. Das könnt ihr auch noch anders machen. Huawei hat hier was verbaut. Da könnt ihr die zwei SoundJoy nebeneinander schütteln und dann würden sie sich auch verbinden. Das kann ich jetzt hier leider nicht ausprobieren, aber es soll funktionieren. Hier eine kleine Status-LED und hier der Ladeport USB-C als Standard. Das ist wirklich sehr toll und als Akku ist hier 8800 mAh stark verbaut. Bis zu 26 Stunden Wiedergabezeit spricht Huawei. Ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, bei ca. 70% Musiklautstärke. Ich würde da nochmal so 2 bis 3 Stunden bestimmt abziehen. Hier haben wir noch zwei kleine Gummifüßchen, um den Lautsprecher dann auch so zu positionieren, wenn ihr ihn hinlegen wollt, dass er dann nicht wegrollt. Ihr könnt ihn natürlich hinlegen oder ihr könnt ihn auch so aufstellen. Man muss darauf achten, dass man hier, das ist die Unterseite, dass man damit mit dem Fuß, nenne ich es jetzt mal, nach unten aufstellt, weil hier sind nochmal Schlitze, wo dann auch der Bass quasi rauskommen kann. Hier sind zwei jeweils
eine, besser gesagt, Bassmembran verbaut und das muss man dann natürlich auch hören. Also ihr könnt ihn, wie gesagt, auch hier hinstellen und dann kommt hier unten auch der Bass raus. Ich würde aber jedem empfehlen, wenn es irgendwie geht, hier den Lautsprecher so hinzustellen. Ja, zweimal Bassradiatoren sind hier verbaut. Die machen natürlich nur den Bass. Dann haben wir noch einmal ein 20 Watt Racetrack Breitband Lautsprecher, nennt Huawei das. Und zusätzlich nochmal ein 10 Watt Lautsprecher. Und da soll doch bis zu 79 Dezibel an Lautstärke rauskommen. Also würde ich sagen, schon relativ laut. Bei ca. 2 Meter Abstand wurde das gemessen laut Huawei. Und wie gesagt, natürlich hat Debiale hier sein Soundprofil, seine Einstellungen drüber gelegt. Und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, was das Teil hier so kann. Das Ganze muss man natürlich mit dem Smartphone verbinden. Das machen wir jetzt. Wir drücken hier mal die Power-Taste. So. Jawohl. Das gehört zu einem guten Lautsprecher heutzutage dazu, dass man so ein Audiosignal bekommt, dass man ihn angeschaltet hat. Das ist wirklich heute Standard. Wir haben auch noch eine Besonderheit hier oben, das werdet ihr später sehen. Da ist noch ein LED-Ring verbaut. Da werden natürlich angezeigt die Statusanzeigen, wie Lautstärke, der Verbindungsmodus und so weiter. Kann man darüber dann erkennen oder halt auch, wie laut und leise man den Lautsprecher geschaltet hat. Jetzt holen wir das Smartphone bei und hier habe ich das Oppo Reno 6. Ein Video dazu findet ihr natürlich auch bei mir auf dem Kanal. Findet ihr hier oben oder unten in der Videobeschreibung. Und ihr braucht, um euch da zu verbinden, eine App von Huawei. Es ist die AI Live App von Huawei. Hier habt ihr schon den Huawei SoundJoy. Wir müssen ihn natürlich aber erst hier per Bluetooth verbinden. Und da seht ihr ihn schon. Ich habe ihn schon mal gekoppelt gehabt natürlich. Und jetzt ist er verbunden. Bekommt man auch nochmal ein Signal. Auch wirklich sehr schön. Und dann habt ihr hier jetzt endlich auch verbunden. Und da könnt ihr auch noch zusätzlich einige Sachen dann ausführen. Ihr habt hier nochmal die Lautstärkeanzeige. Könnt ihr natürlich auch noch hoch und runter hier steuern. Dann habt ihr auch hier die Anzeige des Akkus. Ihr könnt eine Firmware-Aktualisierung durchführen. Dann habt ihr auch natürlich nochmal Bluetooth-Einstellungen und so weiter. Stereo könnt ihr einstellen. Hier unten noch verschiedene Soundeffekte von Debiale. Einmal Hi-Fi, einmal Gesang und den Debiale Space Sound. Hier unten könnt ihr noch den Bass einstellen. Die Bassstärke bis minus 6 Dezibel und dann hoch bis plus 6 Dezibel. Und da bin ich auch mal gespannt, was das Teil jetzt alles so drauf hat. Wechseln wir in die YouTube-App. Ich habe da natürlich was vorbereitet und dann wollen wir uns das mal anhören, was das Teil wirklich dann jetzt kann. Ist noch relativ leise. Wir machen erstmal hier an den Tasten. Hier oben seht ihr übrigens jetzt den LED-Ring. Ihr seht, wenn ich lauter mache, dann wird der Ring immer voller. Dann schaltet er gleich wieder um auf die Musik. Ich drehe ihn mal ein bisschen. Ja, der Bass hört man schon gut. Trotz minus 3 Dezibel habe ich schon eingestellt. Volle Lautstärke. Noch nicht. Ja, das soll doch erstmal reichen für den Soundtest des Huawei SoundJoy Bluetooth Lautsprecher. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht ganz so angetan von dem Lautsprecher,
wenn man ihn doch hochpowert. Bei der Maximallautstärke ist doch der Bass sehr breiig und dann auch die Höhen sehr verzerrt. Bei, ja, ich sag mal, 60 bis maximal 70% der Lautstärke kann dieser Bluetooth-Lautsprecher doch seine Stärken dann ausspielen. Mit der Zusammenarbeit von Debiale hört man dann doch schon kristallklaren Klang und auch die Höhen und auch die Sprache oder der Gesang ist doch wirklich dann klar und sauber zu verstehen und der Bass schiebt auch gut nach vorne, aber nicht zu arg, finde ich. Das ist wirklich sehr gut. Ich könnte mir vorstellen, bei einer Musik, die nicht so basslastig ist, dass da der Ton dann doch etwas besser ist, auch bei mehr wie 70% Lautstärke. Ja, was soll ich jetzt noch abschließend sagen zu dem Lautsprecher von Huawei, den Soundjoy? Wie gesagt, UVP 149 Euro finde ich jetzt angemessen. Absolut verarbeitungstechnisch auf sehr hohem Niveau, kann man gar nicht anders sagen. Da hat Huawei alles rausgeholt, was es gibt. Es gibt übrigens auch noch eine andere Farbe hier, schwarz. Es gibt noch so ein Grün, ja, so ein, wie soll ich sagen, so ein bisschen dunkleres Grün. Mir gefällt der Schwarze eigentlich richtig gut. Der Lautsprecher, hätte ich beinahe vergessen, ist natürlich auch noch eine IP67 gegen Eindringen von Wasser und Staub geschützt. Also er kann auch mal im Wasser schwimmen gehen, in einem See oder im Pool oder so weiter. Da dürfte eigentlich nichts passieren. Ja, wie gesagt, also ich bin teilweise begeistert oder ein bisschen gespalten, muss ich ehrlich sagen. Um eine Party mit Musik doch zu beschallen, ist dann laut genug ist er dafür, bloß in der Maximallautstärke ist halt einfach, wie gesagt, der Ton oder die Audioqualität zu breiig. Aber wie gesagt, wenn jemand einen Lautsprecher braucht, der hier richtig gute Klangqualität hat bei 60-70% Lautstärke und den man dann irgendwie auf die Seite stellt, um da sich dann ein bisschen mit Musik berieseln lassen will, dafür ist der Soundjoy doch auch durchaus geeignet. Koppeln könnt ihr das übrigens mit Harmony OS 2 oder natürlich Android mit iOS. Die iPhone-Nutzer gucken momentan zumindest noch in die Röhre. Da gibt es keine Möglichkeit, den zu koppeln. Also ihr braucht ein Android-Gerät oder halt ein Huawei-Gerät mit Harmony OS ab Version 2. Ja, das soll es dann aber auch gewesen sein zu dem Lautsprecher Huawei Soundjoy. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne mal einen Kommentar und ein Like da. Und um keine weiteren Videos zu verpassen, abonniert gerne diesen Kanal. Und dann bleibt nur noch zu sagen, bis zum nächsten Video. Ciao.